Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück im Krankenhaus, das anscheinend kein Krankenhaus ist, mitten in Silent Hill. Auf der Suche nach mittlerweile Lisa, nach Antworten, nach Sybil nicht mehr und natürlich nach unserer Tochter. Ich habe einmal zumindest schon mal gespeichert. Das heißt, wir werden jetzt mal auf die Fährte gehen und im Keller gucken, was das für Geräusche sind. Ich gehe aber mal eben ganz kurz und nehme mir mal die andere Knarre. Das ist mal eine ganz neue Perspektive hier. Okay. I'm being summoned. What happened in this town? What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. I have been summoned. Ich bin sehr verwirrt, was hier gerade passiert. Auf jeden Fall gehören die Geräusche auf, oder? Und wir fahren mit dem Fahrstuhl runter. Oh Gott. Halt. Abgeschlossenes Wort. Falle jetzt in die Tür eingeschnitzt. Hier geht's rein. Habe ich die? Ja, okay, ich habe die Landkarte von diesem Ort natürlich nicht. Das ist ein völlig anderer. Der Vogelkäfig ist abgeschlossen und in dem Käfig ist nochmal ein Schlüssel. Das ist ja großartig. Hier ist ein bisschen Muni. Die nehme ich gerne. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, gegen euch habe ich was. Da muss ich echt nichts verschwenden. Dafür haben wir unseren geliebten Krankenschwesterhammer. Oh. Den ich aber erstmal treffen muss. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Abgeschlossen. O4. Offen. Ist alles ein bisschen schwierig. Vor allem erklären kann ich es nicht mehr. Das ist langsam vorbei. Klassenzimmer. Geh nach Hause. Dieb. Krepier doch. Okay. Will ich aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Plötzlich bin ich in der Schule. Ich habe so das Gefühl, jetzt gibt das Gehirn von Harald echt endgültig auf. Was ist hier los? Ein paar Werkzeuge. Ja, ich nehme die Zange und einen Schraubenzieher. Ich will zwar nicht genau wissen, was ich damit jetzt mache, dem Tisch hier nach zu urteilen, aber... Aber hier Filek und Ophil oder was das war, das sind jetzt nicht irgendwelche lateinischen Wörter für Schraubenzieher, oder? Das wäre ein bisschen zu naheliegend, glaube ich. Was haben wir denn hier noch? Okay, ist einfach nur eine Karte. Das ist jetzt nicht eine Karte von dem Ding. Noch bleiben die Gänge zumindest gleich. Ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt hier durchkomme, dass ich dann plötzlich wieder in der Innenstadt von Silent Hill rumhänge oder so. Abgeschlossen. Hackit. Okay. Ich versuch's jetzt einfach mal. Es kann eigentlich Werkzeugsanwendung bei Metall und Drähten verrostet, aber brauchbar. Okay. Hätte sehr sein können, ne? Es ist alles, also eher nichts unversucht lassen. Ja. Das ist abgeschlossen. Hier war noch offen, aber hier war nichts, oder? Oh doch, der Käfig! So, vielleicht geht's ja hiermit. Nein. Geht
das nicht, natürlich nicht. Hätte man ja auch einfach nur easy aufklemmen können jetzt, aber nö. Warum auch? Komm ich hier nochmal zurück in den Lift? Ne. Das Problem habe ich jetzt. Ich weigere mich tatsächlich auch zu glauben, dass das Klassenzimmer da jetzt alles war. Das hat damit nichts zu tun hier. Kann ich den vielleicht verwenden an dem Tisch? Irgendeins von denen, Schraubenzieher oder so? Ich sollte die Kamera nicht so schnell drehen die ganze Zeit. Deep Grip hier doch. Bla bla bla. Ja, Licht ausmachen auch nicht die beste Idee. Ist hier nicht verwendbar, ist auch nicht verwendbar. Das ist ja schade, kannst du dich da irgendwie hinsetzen? Können wir dem Unterricht irgendwie folgen oder so? Ich weiß ja nicht, ich bin verzweifelt. Hier noch irgendwas. Ich habe an sich nur die paar Türen, wo irgendwas eingeritzt ist. Ich habe die Tür, die hier in die Schule führt anscheinend. Ich habe den Raum, wo ich die Werkzeuge habe und das war's größtenteils. Und halt den Raum mit dem Käfig, aber... Und den Raum genau gegenüber, in den ich noch gar nicht reingegangen bin. Bist du denn hier? Ein Schlüssel mit dem Wasserhahn, aber ich bekomme ihn nicht heraus, wie stark ich auch ziehe. Vielleicht mit Wasserdruck. Warte mal. Nice. Der Handwerker ist wieder am Start hier. Bling. Braucht noch nicht mal Wasserdruck, ist einfach nur festgehalten. Sein Schlüssel des Ophiel. Guck mal. Ja, den nehme ich gerne mit. Ich habe immer das Gefühl, dass immer wenn ich jetzt mich umdrehe oder die Kamera wechselt, dass auf einmal irgendjemand da steht. Das ist eine Möglichkeit, die absolut besteht. So viel war hier. Rein da. Na Gott, noch mehr Türen. Was war hier? Kann nicht mehr geöffnet werden. Oh Gott. Okay, das lasse ich erstmal. Ich habe so das Gefühl wegen Ophiel, aber... Das ist eine Schiefertafel. Grim Reapers List. Das ist das, was ich mir sowieso schon mal abgeschrieben habe, ne? 35, 60, 18, 45, 38. Das hat irgendwas mit den Buchstaben zu tun. Kann nicht mehr geöffnet werden. Kann geöffnet werden. Rätselräume. Fische 0. Bock 4. Ja, wahrscheinlich Scheinbock, ne? Krebs 10. Das sind ja alles irgendwelche Zeichen. Waage 2. Also Fische 0, Waage 2, Steinbock 4, Krebs 10. Ich kenne den, also ich kenne, also es kann ja sein, dass es bestimmt irgendeine Zahlenfolge. Aber dann brauche ich Infos über die Sternzeichen, weil die habe ich nicht. Ich kenne die Reihenfolge der Sternzeichen nicht, da weiß ich, das ist mir zu unwichtig. Sorry an alle, die sich damit beschäftigen, aber ah, guck mal, noch mehr Infos, vielleicht hilft mir das. Ein Geburtstagskalender oder so, eine gemeinsame Liste vom Sensenmann. Anzahl der Köpfe ist korrekt, jung und alt in einer Reihe geordnet nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad wie erwartend, der Aufschrei des Wahnsinns, des Festes Todes. In eine Steinplatte gemeißelt, die haben wir ja gefunden. Anzahl der Köpfe ist korrekt, jung und alt in einer Reihe. Geordnet nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad. Anzahl der Köpfe könnte sein, dass die Anfangsbuchstaben meinen und dann immer
Nach der Reihenfolge, wie, also nicht wie sie da stehen, sondern nach dem Alter. Also ist 18, also Albert ist A, L, E. Alert. A, L, E, R, T. Ja. Hätte man noch drauf kommen können. Das ist das einzige Wort, was man daraus bilden kann, glaube ich. Also A, L, E, R, T. Nice. Immerhin ein Rätsel gelöst. Das andere brauchen wir Sternzeichen für. Okay, ein Raum voller Boxen. Ist das diese Boxengasse? Krankenzimmer. Ach, schön, ein Stern. Amulett von Salomon mitnehmen. Ja, gerne. Körper liegt ausgestreckt im Bett. Nehmen wir das mal mit, das Amulett von Salomon. Warum lädst du so lange? Harry? Oh nein. Lisa, what's the matter with you? Boss fight mit Lisa. I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Hilfen Sie mir. Save me from them. Please. Harry? Trau ihr nicht, sie ist eine Illusion. Umarm sie nicht, sie ist bestimmt irgend so ein Schlabberwurm. Okay, muss ich sie jetzt verkloppen? Oder wie ist das? Was? Okay. Natürlich. Lisa. Die einzige nette Person, die wir hier noch hatten, ist jetzt natürlich auch ein willenloser Zombie geworden. Das ist schön, dass nichts hier überlebt anscheinend. Außer Harry. Das Amulett von Salomon. Musik macht es jetzt auch nicht besser. Das ist eine sehr schöne Musik, aber geht da jetzt nochmal rein. Ah, jetzt ist sie weg. Oh. Tagebuch. Bitte den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige, weil er nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten oder will nicht mehr. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein zum Krankenhaus. Das ist hier, das ist die Baker Family. Fühle mich schlecht, muss erbrechen, aber nichts kommt heraus. Erbrechen nur Galle. Blut und Alter fließt aus dem Wasserhahn in der Toilette. Schön. Da sollte man jemand den Handwerker rufen. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Ich glaube, Lisa ist schon eine ganze Weile nicht mehr Lisa. Okay, der Raum hilft mir nicht mehr. So, jetzt habe ich das Amulett. Schloss klemmt. Hier war diese andere Tafel, die mir das erklärt mit dem Sensenmann. Das haben wir ja jetzt gelöst. Normale Türen checken und irgendwo ist noch dieses Rätsel mit den...
So, warte mal. Waage. Nee, Fische, Waage ist 2, dann ist 4 ist Steinbock und 10 war Krebs, ne? Gibt es nicht irgendwo einfach nur mal eine Reihenfolge? Ich gucke jetzt einfach. Sorry dafür. So, Tierkreis. Ist das Tierkreiszeichen oder ist das das Chinesische? So, ne, warte mal, das ist... Ja. So, und da haben wir das so. Werde ich da jetzt schon draus schlau, ist jetzt die Frage. Jetzt habe ich, wo sind Fische hier? Da. Das dann wäre dann 0. Steinbock. War Steinbock die 2? Oder war Steinbock die 4? Steinbock war die 4. Dann habe ich keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich weiß es echt nicht. Also ich habe jetzt auch nochmal geguckt. Ich weiß nicht, ob es die Reihenfolge ist. Da drunter ist aber auch noch irgendwas, ne? Kann ich hier nicht irgendwie vielleicht das Amulett einsetzen oder so? Ist hier nicht verwendbar. Mit 6 Ecken, benannt nach dem Magier aus der Antike. Krebs 10. Ich meine, warte mal, 0, 2, 4, 10. Obwohl, 6 und 8 fehlen halt. Das ist irgendwie ein Code. Ich komme aber jetzt gerade nicht drauf. Also müsste normalerweise eigentlich mit den Vieren, die da hängen, lösbar sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Habe ich die Tür versucht? Ja. Also es müsste ja die vier Platten, die da hängen, die müssten ja eigentlich die Lösung bieten für das, was das große Ganze dann da quasi ist in der Mitte. Okay. Die vor. Ja, okay, hier geht's zur Schule. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in das Desk irgendwie den Stern reinlegen kann oder so. Das ist abgeschlossen. Lisa geht's gar nicht gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. Was ist denn hier? Das ist ein Schlüsselloch, oder? Ich meine, man kann es ja mal versuchen. Okay. Ich habe auch noch den Schraubenzieher. Ich weiß nur nicht, ob mir das irgendwie hilft. Weg von mir. Der Hammer ist an sich ganz geil. Nur gegen mehrere ist halt doof. Hey. So, mal ein paar Krankenschwestern killen. Nervenkitze pur. Das ist immer noch der Kollege hier, ne? Ich bin jetzt hier auch nur nochmal reingegangen, um die nochmal zu killen, weil ich habe mir jetzt auch nicht unbedingt den großen Nutzen davon versprochen, dass hier irgendwie nochmal was Neues gespawnt ist oder so. Ich wollte nur das Problem mal aus dem Weg schaffen. Nicht, dass ich da... War ich hier vorher schon mal drin?
Eine alte Uhr. In der Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Der Zeiger der Uhr ist... Er ist ein Schlüssel. Ich komme wegen dem Uhrenglas nicht ran. Schade. Hätte ja sein können. Gut, aber hier ist ein Speicherpad. Das trifft sich ganz gut, weil dann kann ich nämlich speichern... Da ist ein Medipack. Kann ich nämlich speichern und schon mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen an der Stelle. Das wird hier alles langsam ein bisschen dubio. War hier nicht mal ein Loch? Da war mal ein Loch. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Silent Hill. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen gruselig und weird. Dankeschön. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.